Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 1 hier live in Neu-Londo. Und wir haben nur noch 10 Estus-Flakons. Und die Finsterritter setzen uns ganz schön zu. Und mir fällt ein, dass ich nicht menschlich bin. Was aber sowieso eigentlich, weil ich bin ja schon 10-mal gestorben. Weil wir können uns nämlich zum Bosskampf auch eine Hilfe rufen. Aber ob ich das jetzt noch hinkriege? Obwohl, mit 129.000 Seelen sollte man vielleicht auch vorher nochmal zum Feuerband schreien. Also nur für den Fall, ne? So, hier ist eine versteckte Wand. Und da ist ein Ritter. Ein Ritter. Ein Ritter voller Fehl und Tadel. Komm mal her. Komm du mir mal in den Glockenturm. Ah! Ah! Wird das schaffen? Eine Abkürzung wäre denn noch mal nett irgendwie. Also bevor wir zum Boss gehen, irgendeine Abkürzung. Das wäre schon schön. So. Ein grauer Brocken. Okay. Weiß jetzt gar nicht mehr, wozu ich den verwende. Um irgendwas abzugraden. Irgendwas Komisches. Mich nicht irre, sind da auch noch Ritter. So, hier hat sich erstmal einer übergeben. 6 geborstene rote Augäpfel. Oh! Na, lass uns um den Brunnen tanzen. Lass uns um den Brunnen tanzen! Ah, ich werde, glaube ich, schon besser. Au, der letzte Satz hat natürlich gesessen. Okay, wo geht's hier lang? Ach, okay, bin ich wieder hier. Okay. Ich habe das Gefühl, ich sollte mich jetzt heilen. Aber ich habe auch kaum noch Essos bekommen. Aua! Doofes Stück. Jetzt sind hier wieder Geister. Uah! Wie viele noch? Hier neben mir ist noch einer von den Typen. So schaffe ich doch den Boss nicht. Ich mich einmal treffen lassen. Naja. Geister. Ich sehe euch. Haut doch nicht immer wieder ab. Was sind das jetzt schon wieder? Ich sehe da eine... Boah! Okay, 1, 2, 3, 4.
1. Ein bisschen mehr Damage könnte ich die auch mit 2 Schlägen. Drehung kannst du dir sparen. Wenn einem Feind niemals den Rücken zu. Ach, schon wieder so ein Vieh. Okay. Ich müsste erstmal den Totenkopf hier weg haben. Genau. Okay. Okay, alles klar. Nochmal 18.000 Seelen. Ich muss aufleveln. Wenn ich die jetzt hier verliere, verzeih ich mir das nie. Na, mach schon. 3 Stück sind das. Die hauen immer wieder ab. Ich weiß auch nicht, wo lange ich soll, sonst würde ich ja einfach durchreden. Hier ist nämlich noch eine Kiste! Die hauen wohl ab. Okay. Grauer Brock. Schnell raus. Pff. Haben wir hier irgendwie eine... Oh Gott! Warum schlägst du denn nicht zweimal zu? So. Alter, das war jetzt aber gefährlich. Das war jetzt nicht ohne. Keine Abkürzung hier. Ich will doch nicht mit 171.000 Seelen in den Bosskampf. Weil der ist nämlich hier. Welchen Weg müsste ich denn gehen? Ach du Scheiße. Nee. Das ist mir zu riskant. Okay, auf Level. Alles, was du hast in Stärke. So. Seele. Die können mal raus, bitte. So. Da fällt mir ein. Wo habe ich denn meine Menschlichkeit eigentlich? Da, nur 5 Stück. Das, was jetzt was wird. Durchs Drachental ist... Nee, das ist noch bescheuerter. No, no. Aber ob ich jetzt menschlich bleibe, das kann ich nicht versprechen. Bäh. Haben wir zum Glück noch mal eine Abkürzung aufgemacht.
Zum Glück. Aber wie gesagt, man muss jedes Mal von diesem Feuerballschrein hier starten, wenn man was falsch gemacht hat. Ach so, warte. Aber jetzt habe ich erstmal wieder 20 Flakons. Jetzt kann ich mir auch einige Wege sparen, denn... Das heißt, es wird jetzt schon ein bisschen einfacher. So. Jetzt ist das Wasser auch sehr schön weit unten, aber wir können trotzdem noch sterben. So, das habe ich nun langsam geschnallt. So. So, und du da noch? Lass das. So, und jetzt nicht da runter, sondern hier lang. Warten wir erstmal wieder auf den einen netten Geist. So, gehen wir nämlich hier runter. Soll ich einfach durchrennen? Ich weiß nicht, wie lange die mir hinterherkommen. Ich probiere es einfach mal. Das dicke Ding ist ja jetzt hier nicht mehr. Au! Natürlich musst du mich erwischen. Oh Mann, voll in den Rücken. Warte, ich will erstmal schnell hier hin. Da, die kommen ja hinterher. Okay, so wird das nicht. Die kommen alle hinterher? Okay. Na gut, dann müssen wir die halt bekämpfen. Wo hat sich denn eigentlich meine Verbündete versteckt? Wenn's weiter so geht, muss ich Seelen, muss ich Menschlichkeit farmen. Wisst ihr, die war da beim Mondlichtschmetterling, haben wir ja die eine Hexe mitgenommen. Die hat ja für uns die Arbeit sozusagen gemacht. Und ich hätte jetzt aber gerne, dass die da unten, die müsste da auch sein, um uns zu helfen. Ich weiß gar nicht, wo die sich da versteckt. Na, mal gucken. Vielleicht finden wir sie ja. Meine Seelen liegen jedenfalls vor dem Eingang vor der Bosswand. Also die kann ich jetzt gar nicht verfehlen. Da wurde gerade ein Lebensbalken angezeigt. Das sieht schon geil aus. Wie spät haben wir es denn jetzt? Okay. Gucken, wie lange ich noch spielen kann. Weil wir haben ja jetzt wieder Ponys. Und die müssen ja versorgt werden.
Ich will doch nur den Boss besiegen. Komisch, dass die Geister durch die Wand kommen, aber durch die Geister durchlaufen kann ich nicht. Schon eigenartig. So. Ja. Wie ich sie gerade mit der Spitze so erwische. Also gut, dann kämpfen wir uns halt durch. Wo war denn der jetzt hier? Da drüben, ja. Okay. Wir sehen ihn doch an. Ach, komm schon. Ha! Oh, hier ist ja noch einer. Okay. Hey! Gerade so. Hier ist ja noch... Hier sind noch zwei, oder? Ich weiß es nicht. Kann ich den da hinten vielleicht auslassen? Nicht, dass der mir jetzt hinterherkommt. Ah, ich glaube nicht. Okay. So. Ui, wir haben mal keinen Schaden bekommen. Ich höre, dass wie einer diesen Zauber ausführt. Aber ich sehe nichts. Ich sehe den Urheber nicht. Dieses Schutzschild, was die immer vor sich halten, das hat so einen Rauscheton. Aber ich sehe keinen Urheber. Okay, hier sind jetzt noch ein paar Geister, wenn ich mich nicht irre. Geister? Waren die nicht voll? Ah ja. Einer? Dann müsste hier noch ein zweiter sein. Ah, komm schon. Es waren noch vorhin zwei. Oder erstmal den da, ja. Können wir auch. Du sollst ihn nicht treten, Himmel, Arsch und Zwirn. War hier nicht noch ein Geist? Ah, der wird uns bestimmt gleich in den Rücken fallen. So. Aha. Ach komm schon. Ach Mann. Er schlägt kein zweites Mal zu. Dummes Stück. Aber jetzt haben wir genug Estus-Flakons, immerhin. So, wo ist dann hier der nächste? Aha. Aua! Wo ist jetzt eigentlich unsere Mildred hier? Nee, Quatsch! Nee, die hieß ja gar nicht Mildred. Die hieß ja Hexe Beatrice?
Kann das sein? Wo ist denn sie? Die haben wir doch beim Mondlichtschmetterling benutzt. Ist sie vielleicht hier hinten? Müssten wir den einen Typen hier nochmal kalt machen. Oh, komm schon. So. Oh, Grabrocken. Wo ist denn die? Ach, hier, okay. Ja, die kann man nämlich mitnehmen. Aber weh, du fällst jetzt da runter. Komm mit. Genau. Das wusste ich nämlich beim ersten Mal durchspielen auch nicht. Oh, sie kommt aber schön hier mit lang. So, und jetzt das Wichtigste. Wir setzen jetzt mal den silbernen Schlangenring ab und nehmen jetzt den Bund des Artorias dran. Denn dieser Ring ermöglicht das Abgrundschreiten. Darf ich mal, Beatrice? Dankeschön. Und das werden wir gleich brauchen, sonst werden wir sterben, wenn wir hier runter... Hallo? Beatrice? Was tust du? Beatrice? Ach, jetzt hat die den Geist da oben. Ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Will ich den irgendwie hier runter vielleicht? Kommt die mit, wenn ich einfach in den Bossraum gehe? Oder ist das dann egal, was hier draußen ist? Jetzt bleibt der natürlich da oben hängen. Komm, Beatrice. Geh runter! Lass jetzt den ollen Geister in Ruhe. Ich gehe einfach mal weiter runter. Vielleicht kommt's näher. Hallo? Fräulein. Oh, okay, leck mich einfach fett. Kommst du? Ne, die. Ah, okay. Sie kann ihm doch keinen Schaden zufügen. Mensch, das ist doch ein Geist. Ich gehe jetzt einfach. Ist mir egal. Tschüss. Abgrund. So. Wo ist jetzt unser erster Gegner? Oh. Au. Das wird so nicht. Soll man denn nah an denen dranbleiben? Die schicken einen ja immer wieder weg. Ich mache jetzt auch nicht wirklich viel Schaden, oder? Ja. Hä?
Okay. Ich glaube, das wird so nichts. Ja. Ich mache hier erstmal eine Pause und wir sehen uns gleich wieder. Okay. Hallihallo, meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 1. Und nicht wundern, ich bin im Abgrund und ich habe die vier Könige besiegt. Aber keine Angst, ich werde euch den Kampf nicht vorenthalten. Und ihr dürft euch den jetzt ansehen. Er ist jetzt ohne Kommentar, weil ich habe gedacht, ein Bosskampf ist vielleicht manchmal besser machbar, wenn man ein bisschen mehr Konzentration hat. Und darum habe ich jetzt eine Aufnahme einfach so gestartet, ohne zu kommentieren. Aber seht selbst, bitteschön.
So, da sind wir wieder zurück und ja, ich hab's im Havel-Style gemacht. Ja, manchmal ist die Rüstung einfach Gold wert. Und mit meiner neu erworbenen Schwarzritter-Hellebarde plus 5. Und mit dem Schwarzritter-Schild. Also, die schwarzen Rittersachen sind einfach wirklich cool. Und dann in Havels Rüstung. Ich hab's anders nicht hingekriegt und ich war schlechter als beim ersten Spieldurchlauf, denn da habe ich nur die Silberritter. Rüstung gehabt und ich weiß gar nicht, was ich da für eine Waffe hatte. Naja, auf egal, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Und wir sehen dahinter uns eine Abgrundschlange und das ist Katel und die wollte ich ja triggern. Oh, hier liegen noch ein paar Seelen. Ja, ein paar. Und zu ihr gehen wir jetzt mal hin. So, ich denke, das Leuchtfeuer kann ich vorher noch mal entzünden. So. Hallöchen. Wie die aussieht, ey. Greetings, undead warrior. I am the primordial serpent, Darkstalker Kaff. Ah, okay. I can guide thee and illuminate the truth. The truth I shall share without sentiment. After the advent of fire, the ancient lords found the three souls, but your progenitor found a fourth, unique soul, the dark soul. Your ancestor claimed the dark soul and waited for fire to subside. And soon the flames did fade, and only dark remained. Thus began the age of men, the age of dark. However, Lord Gwyn trembled at the dark, clinging to his age of fire, and in dire fear of humans, and the Dark Lord who would one day be born amongst them. Lord Gwyn resisted the course of nature by sacrificing himself to link the fire and commanding his children to shepherd the humans. Gwyn has blurred your past to prevent the birth of the Dark Lord. I am the primordial serpent. I seek to right the wrongs of the past, to discover our true Lord. But the other serpent, Frampt, lost his sense and befriended Lord Gwyn. Undead warrior, we stand at a crossroads. Only I know the truth about your fate. You must destroy the fading Lord Gwyn, who has coddled fire and resisted nature, and become the fourth lord. So that you may usher in an age of dark. Hast du eine geile Stimme, Alter. Richtig cool. Vor allem auch so die Story, die er erzählt hat. Ja, wir möchten. Very well. I shall now guide you to Gwyn's prison. Be still and trust thine flesh to me. Ich hatte jetzt mit Kars, wie er sich nennt, ja auch das erste Mal das Vergnügen. Also ich habe den vorher auch noch nicht gehabt. This is Gwyn's prison. Now, place the Lord Vessel upon the altar. Das tue ich jetzt. Ja, okay.
So. Jetzt können wir zu den Orten, die uns bis jetzt verwehrt geblieben sind. Wir können jetzt nämlich zu den drei großen Fürsten und zum Schluss gehen wir dann hinter diese Tür. Bring mich mal wieder nach oben. Very well. Once the vessel is filled with souls, the gate to Gwyn shall open. Seek Gravelord Nito, the Witch of Izalith, and the traitor Seath the Scaleless. Fill this vessel with their souls. Then the gate will open, so that you may kill Gwyn. Are you ready? Then let us return to the Abyss. Entrust thine flesh to me. Ich find's so geil, wie seine Zähne knacken. Also ihr hört das vielleicht nicht, aber ich höre das über Kopfhörer. So, das ist so ein ganz leises Knirschen. Hier ist aber Wind. So, aber du hast noch ein Eid, wenn ich mich nicht irre. Ah, if you wish, I shall grant the art of life drain, the legendary power of the Dark Lord. It can preserve your humanity while undead and cast off the shackles placed upon your brethren. So, teleportieren? Ach, nach unten, okay, ja. Eid leisten. So, jetzt haben wir den erstmal. Ich möchte diesen Eid aber jetzt nicht leisten, weil ich brauche den Chaos-Diener ja noch. Hast du noch was zu sagen? Undead Warrior, to speak now is premature. It begins with your retrieval of the Lord Vessel. Okay, ich habe schon verstanden. Ich leiste deinen Eid später mal. Farewell. Gut. Huch. So, ich hoffe, hier unten kann man sich hin teleportieren. Ich gehe jetzt erstmal hoch zum Feuerbandschrein. So, und wir haben ja 180.000 Seelen für den Bosskampf bekommen. Ich würde sagen, das gilt es zu investieren. Ich mache erstmal Stärke voll. Ja. Ja, ich mache... Nee, Beweglichkeit ist, glaube ich, jetzt besser. Da muss ja auch noch ein bisschen was rein. So, Sigmar, wie sieht es denn eigentlich aus? Okay, wann wird er denn hinuntergehen? Ich weiß, dass er noch in den Sumpf geht. Und ich weiß, dass er irgendwann halt in Izalith ankommt. Und hier wäre ja jetzt Framped gewesen. Ja, aber der ist jetzt eh beleidigt auf uns. Mit dem wollen wir jetzt auch gar nichts zu tun haben. Wir sind ja auf der Seite der Finsternis. Was wir aber noch machen können, ist jetzt mal das Drachental schnell nochmal abzugrasen. Oh, damit wir den Bereich dann auch haben. Und dann können wir dann uns auf den Weg machen, die Fürsten zu töten. So. So, ich möchte mich hier gar nicht lange aufhalten. Wo geht's denn jetzt? Ach, hier lang. Ach, warte, da fällt mir ein.
Ich habe ja noch eine Glut eingesammelt. Die kannst du hier doch bestimmt gebrauchen. Hey, hang on. Is that a sorcery ember? Ja. I've never seen one like that. Not even back in Vinheim. What a brilliant flame. Please, friend, let me have that. I am begging you. I'm a craftsman of Vinheim. I'd go hollow before I pass him a flame like that. Wie bist du eigentlich hier reingekommen? Oh, really? You are wonderful. I will forge a wicked masterpiece just for you. A weapon to make a legend out of it. Was kannst du denn eigentlich alles? Hm? Magie und heilig? Sehe ich das richtig? Haben wir jetzt aber keine Waffe für. Hm, okay. Hast du noch irgendwas? Haben wir schon zweimal? Und brauchen wir nicht. Come back soon. Don't let. Blablabla. So, wir wollen hier lang. Das Drachental, da waren wir nämlich noch gar nicht. Werden wir jetzt mal der Länge nach abgrasen. So, was haben wir hier? Oh, das Hexenset. Beatrice Beschleuniger. Ach, das ist von der, ja. Hm, ja, die hat sich ja sehr intelligent angestellt. Na, ich habe den Bosskampf da unten jetzt ohne Beatrice gemacht. Habt ihr ja gesehen, ne? Weil entweder bin ich menschlich nicht runtergekommen. Also ich bin auf dem Weg gestorben. Oder ja, sie hat sich ja beim letzten Mal dann da an dem Geist aufgegeilt. Und ja, ich meine, der Bosskampf war jetzt auch nicht so nötig, dass da irgendwie jemand Kanonenfutter sein sollte oder so. So, hier haben wir nochmal so einen Pestdrachen. Da zücke ich doch mal meinen Bogen. Wo ist er denn? Und werde den mal beschießen. Und ich werde es wieder vorspulen wahrscheinlich. Okay. Oh, wir bekommen sogar einen Drachenstein. Alles klar. Was haben wir denn hier? Astoras Schwert, Drachenwappschild. Das sind übrigens die Sachen, die man sich ganz am Anfang, wenn man das Spiel als Neuling anfängt, kann man hier runter, wenn man den Generalschlüssel am Anfang als Item ausgewählt hat, kann sich die Sachen hier holen, dann wird er euch zwar töten, aber die paar Seelen, die er da verliert, ist nicht schlimm. Und ihr habt am Anfang schon mal eine gute Startbasis. Und noch eine Seele. Also das kann man so machen. Nicht das Schlechteste. So, und hier sind wir noch blaue Drachen immer auf dem Weg. Mal gucken, wie die so im Nahkampf sind. Wenn sie schlecht sind, dann werde ich jetzt wohl gleich sterben. Okay, die werden relativ schnell gestunt. Alter, das ist gerade laut. Oh, hier liegt ja noch was drin. Eine Menschlichkeit. Eine, ich brauche mehr. Okay, sind das da zwei oder ist das da einer? Ich habe ja meinen Bogen gar nicht ausgerüstet. Mal anlocken. Ich weiß gerade nicht, ob das einer oder zwei sind. Das ist nur einer, ne? Ja. Au! Ich glaube, das war gerade schlecht. Ja.
Okay. Pff, ja, warum nicht? Der Blitzangriff ist scheiße. Der ist richtig scheiße. Werde ich mir doch mal wieder mein Ritterschild benutzen. Wie gesagt, ich mache das jetzt vom Gegner abhängig, wie ich dann spielen kann. Aber der Blitzangriff ist echt scheiße. Aber ich würde das Tal dann da unten gerne noch abgrasen. Den Pestdrachen brauchen wir zum Glück auch bloß einmal besiegen, so wie in der gemalten Welt von Ariamis. Da hatten wir auch so einen Teil, nur der war glaube ich noch ärmer dran, weil er von seinem Hinterteil getrennt war. Ui. Halt nicht da lang. Hier lang. Neulondo haben wir jetzt hinter uns gelassen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Und hier ist eine geile Hängebrücke. Ich liebe Hängebrücken. Hängebrücken sind so geil. Je länger, umso besser. Oh, da hinten sehe ich schon meine Seelen flackern. So, Drache, jetzt geht's hier nochmal an den Kragen. Der erste hier, der ging ja. Aua, Mensch, pass doch mal auf jetzt hier. Lassen aber nicht fallen. Zumindest jetzt nicht. Okay, nochmal von vorn. Ah, nicht dahin rutschen. Hier kommen wir heraus, wenn wir vom Finsterwurz, na ihr wisst schon, Finsterwurz, Becken, den Fahrstuhl nehmen. So, ich habe den Bogen wieder nicht ausgerüstet, weil ich möchte die jetzt mal anlocken. Kommt mal her, weil da sind mehrere. So. Bam, bam, bam. Zu schwer zum Fliegen. Huch. Wow. Drecksvieh. Mal her, ey. Oh, was ist denn das jetzt hier für ein Spielchen? So. Meine Güte, ey.
kann jetzt übrigens den Ring mal ablegen und den... Wo haben wir ihn denn? Den Schlangenring? Hallo? Goldener, silberner Schlangenring drauf. So, der nächste bitte. Das sind doch drei Stück. Drei Stück? Ja, ja. Hallo? Ach, das interessiert den gar nicht. Interessant. Hallo, kommst du mal vor? Hallo. Komm mal her. Ja, das tut weh, ja. Okay, das hat den jetzt nicht interessiert. Banditenset und ein Spinnenschild. Kommen die wenigstens? Nö, auch nicht. Und du auch nicht? Doch, der kommt. Alles klar. Immerhin einer. Ey! Geht's noch? Jetzt gefällt. Oh, oh. Oh, Mann. Oh, du Arsch, ey. Oh, nerv tötet. Wenn so eine kleinen fucking Gegner da... Eigentlich müsste ich da jetzt ja gar nicht mehr hin, aber ich möchte das trotzdem komplett machen. Ah. Kann man sich wenigstens in den Finsterwurzgard teleportieren? Nö, irgendwie nicht. Okay, wir sehen uns dann da gleich wieder. Ich gehe da mal schnell hin. Hallo Leute, da bin ich wieder. Und der Drache war gerade sehr intelligent. Jo, ist wirklich sehr intelligent. Oh ja, warum soll ich nicht auch mal Glück haben? Ah, okay, so kommen die auch ran. Hätte ich mir das Schießen ja vorhin sparen können. Lässt du das bitte mal? Hallo. Ups. Aua. Ah, oh, nicht schon wieder. Okay. Sorry, wenn ich ein bisschen leiser bin, aber die Konzentration. So, jetzt noch du. Ach, du kommst jetzt wieder nicht, oder wie?
soll denn anders immer? Aha. Wie weit das einfach reicht. Bleib hier. So. Und dann noch der letzte hier. Hier haben wir wenigstens ein bisschen Platz. Hey! Geh du da nicht rein. So. Alle Drachen hier besiegt und hier würden wir dann halt auch nach Neu-Londo kommen. Aber ich glaube, der Weg ist noch viel komplizierter. Und mich wundert es halt, dass die Drachen einfach nicht weggespült wurden, als der Wasser hier rauskam. Aber okay, warum nicht? Wir sind halt Drachen, ne? Was kümmert uns Wasser? So, aber hier gibt es noch ein Leiterchen. Und das gehen wir jetzt mal hoch und dann beenden wir auch die Folge. Na? Aha, okay. Hier liegt noch was. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ach, ein roter Tränensteinring, okay. Und hier ist noch irgendeine Vorrichtung. An die die Leiter befestigt ist. Okay, wir können hier aber, glaube ich, nichts machen. Zumindest weiß ich davon nichts. Okay. Ja, gut. War jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Aufwand für den einen Ring, aber okay. Dann verabschiede ich mich mal vor den Toren von Neu-Londo und beim nächsten Mal gucken wir dann, wo wir dann lang gehen wollen. Also, bis dahin. Ciao.